Dame Katrin überraschten die harten Reaktionen der Seher auf ihre Liebe zu Mo. Genauer gesagt geht's um ihre Beziehung zu Mos Ex Edith. Online-Hater feinden Katrin an, weil sie ihrer Ex-Freundin den Kindsvater und Mann ausgespannt haben soll. Damit möchte sie nun aufräumen. Da mal schimpfen. Nicht mal die Wahrheit sagen. Ich weiß nicht, was die Leute von dem haben, dass das dann... Ich sag nur so viel, es tut halt trotzdem im Herzen weh. Es trifft. Aber man, egal, jetzt sage ich Facebook, so cool, haha, tut mir nichts. Es tut weh. Genau, haben wir jetzt am Tisch und sagen, so, und jetzt aber richtig. Jetzt kommt aber die Wahrheit. Jetzt werden wir alle Missverständnisse ausräumen. Ja! Ich nehme jetzt einfach das Kommentar daher, ich tue so, wie wenn ich die erste Schwangere war. Nein, ich wollte euch noch zeigen, wie es mir geht. Ich fühle mich schon so missverstanden und ich bin auch schon ein wenig paranoid geworden, dass ich schon bei so vielen Sachen aufpasse, was ich sage, wie ich sage, weil ich habe die Schnauze voll, dass mir das Wort sogar im Mund umdreht wird. Katrin möchte eines klarstellen. Sie wäre nie wirklich mit Edith, sondern immer schon nur mit Mo eng befreundet gewesen. Dadurch, dass wir seit 7 Jahren zusammenhalten. Seit 7 Jahren zusammenhalten? Wir rechnen nach. Mos erste Tochter Chloe kam vor 3 Jahren zur Welt. 2 Monate zuvor war Mos neue Eude Katrin als Ediths beste Freundin bei der Krankenhausbesichtigung mit von der Partie, was also 3 Jahre und 2 Monate ergibt. Verdächtig, oder? Im Fernsehen ist so umgekommen, wenn ich die falscheste, beste Freundin überhaupt war, der schlechteste Mensch, weil ich habe der Edith ja den Mann ausgespannt. Das war alles nicht so der Fall. Es waren auch die Edith und ich niemals beste Freund. Es waren schon immer ich und der Mo. Es ist halt jetzt gerade wirklich nicht mehr leibend, dass ich da als beste Freundin hingestellt werde, was nicht stimmt. Dass schon innerhalb der Beziehung zwischen Edith und Mo was gerannt ist, stimmt auch nicht. Es ist erst nach der Trennung, nachdem sie die Edith von Mo effektiv getrennt hat, ein paar Wochen drauf, hat sich dann langsam was entwickelt, weil ich von Mo lang die ausreichende Schulter war, weil natürlich hat sie ein Kind vermisst alles und zu meinem rennt man zur besten Freundin. Und das sind halt Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ich habe einen großen Shitstorm angefangen, für das, dass ich die schlechteste Freundin ever bin. Ich habe Morddrohungen gekriegt. Ich hab Drohungen gekriegt, wie wenn sie mich mit der Elara auf der Straße sehen, haben sie die Fresse nicht. Mein Kind wird sterben. Man wird bei jedem mal nervös, wenn man ins Internet schauen will, weil da kommt halt überall Hate-Meldungen da sein. Und eins ist das, was ich auf jeden Fall noch sagen will, das geht vor allem an die Lästerschwestern, an die Hater, keine Ahnung, wie wir es alle nennen wollen. Lästern, eine Sache. In den eigenen vier Wänden, in der Mittagspause von mir aus. Redet über mich, dass ich die hässlichste Person bin, ist mir alles egal. Im Internet aber so viel Gülle zum Verzöhnen und Lügen verzöhnen, so wie die Kleine ist nicht vom Mo, die Kleine soll sterben, Zente hauen, Umbringer etc. Es versteckt sich alle hinterm Internet. Es hat mit Fake-Namen drinnen, dass man echt nichts tun kann. Aber es hat echte Bilder drinnen und irgendwann sieht man sie im Leben. Und dann tat es nicht auch freundlich zu mir, weil ich kenne ich. Auch Katrin hat's nicht leicht. Darüber gekommen ist, sie hätte Edith Jungpapi Mo ausgespannt, dem sie auch noch ein Kind schenkte, wird sie online angefeindet. Ich hab Drohungen gekriegt, wie wenn sie mich mit der Elara auf der Straße sehen, haben sie die Fresse nicht. Mein Kind wird sterben. Ich weiß nicht, was die Leute von dem haben, dass das dann, aber es tut weh. Heftig ging's vor kurzem bei Jungmama Katrin zu. Sie hätte ihrer Besten, die aber nur eine Freundin war, den Mann ausgespannt und sich noch ein Kind machen lassen. Ich hab Drohungen gekriegt, wie wenn sie mich mit der Elara auf der Straße sehen, haben sie die Fresse nicht. Mein Kind wird sterben. Zum Glück ist wieder ein wenig Frieden eingekehrt. Mit Töchterchen Elara und Mo, dem Ex von Katrins flüchtiger Bekannten Edith, wird ein Family-Tierpark erkundet. Boah, es ist so schön da rum. Das Wetter auch noch. Herrlich. Voll schön. Wir haben halt endlich einmal einen Tag für uns drei. Leider kann die Chloe nicht anwesend sein, weil das ist leider unter der Woche. Chloe ist Mos erste Tochter mit Jungmami Edith, die nach Niederlegung des Streits jetzt auch zum Papa darf.
Weil wir müssen jetzt nicht wegen die Arbeitszeiten sehr danach richten, was können wir tun und wann. Schätzi, räumen wir es einmal um, hä? Du haust der Ziege nicht. Der große Ziegenbock, der war ja nicht ganz geheuer. Was ich aber auch verstehe, vor allem so klein und dann kommt so was Großes, hat mir auch nicht ganz geheuer. Ich glaube, dass ich dir zu weit auf Augenhöhe. Ich sag das, das liegt an deinem Bart. Ich liebe Tiere, ich darf am liebsten meinen eigenen Zoo haben, meinen eigenen Bauernhof, alles. Da sind Meerschweinchen. Können wir Meerschweinchen? Putzig, winzig, klein. Oh. Können wir Meerschweinchen schauen? Grüß Gott. Schatzi, wir Meerschweinchen. Was willst du? Ich will ein Meerschweinchen auch noch daheim haben. Wir haben jetzt schon Gecko und zwei Katzen. Mit dem Gecko und mit den zwei Katzen ist es gescheit. Wir lassen es bleiben in unserer Wohnung. Haben wir den Platz? Nimmer. Na, bei Gottes Willen, wir machen keinen so auf. Am liebsten war es meiner Frau, wir hätten 100.000 Viecher mit, was ich will für 100.000 Quadratmeter, aber da sage ich viel Spaß bei alleine kümmern. Die Stelle, die mache ich da nicht alles sauber. Jetzt gehen wir mal raus. Schatzi? Ja? Ich glaube, ich bin zum Farmer geworden. Ja, danke. Ich habe euch auch voll gern. Ich glaube, du hast den neuen besten Freund. Das ist ja breit bei Fuß, gell? Schatz, neues Haustier? Ja. Ja. Wart, welche spucken wir mal? Genau die. Oh Gott, nein. Und du, Seine? Ja, ich weiß ja, wir haben neue Freundschaften geschlossen. Hi. Bitte spuck mich nicht an. Spuckst du mir an? Nicht? Okay, dann ist es gut. Nein, ich spuck nicht. Es ist Alpaka. Es ist Alpaka. Ja, gut. Du bist gar kein Lama, du bist der Alpaka. Ja, sagt sogar der Kinderwagen ja. Hey, wenn wir da rausgegangen und den halberten Tierpark dabei haben. Zurück im Family-Tierpark in Oberösterreich bei Katrin, Mo und ihrer kleinen Ilara. Die soll hier heute den Bund fürs Leben eingehen mit einem Patentier. Sie schauen schon sehr neugierig und gespannt. Oh, schau, Ilara. Für die immer aus. Was schaut denn hier? Wir sind jetzt bei den Waschbären, weil wir da Ilara zum Geburtstag eine Patenschaft übernehmen wollten von der Tier. Und Chloe kriegt es dann nachträglich, wenn sie mit uns oben ist. Aber die darf sich halt ihr Tier selbst aussuchen dann. Und selbst wenn es ein Hängebauchschwein ist, dann kriegt es ein Hängebauchschwein. Wen nehmen wir da? Magst du denn da? Oh! Schau, Ilara, vorsichtig. Okay, du bist gierig. Du bist gierig. Sehr gierig. Es ist gar nicht leicht zu entscheiden, welchen Waschbären das man nimmt. Aber ich sag, der Waschbär soll uns aussuchen und nicht wir einen Waschbären. Na dann, viel Erfolg. Schauen wir mal, welcher sich in dem Gewusel traut, euch zu beschnuppern und nicht in Deckung geht. Ich glaube, wir haben unser Patentier gefunden. Ich sehe die Lara da in den Waschbären wirklich drinnen. Weil wenn die Lara voll den Hunger hat, die wird dann genauso gierig. Und Mama, gib her, Mama, 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 ich habe jetzt Hunger. Also da können sich der Waschbär Ilara und der Mensch Ilara Hand geben, wenn es um Essen geht, sind die zwei gleich. Überfall! Überfall! Haben die dich da jetzt gekitzelt? So gille, gille, gib mal. Es wird einfach für Ilara so ein kleiner Glücksbringer schon sein und wer kann schon behaupten, er hat einen Waschbären zum Geburtstag gekriegt. Haben wir jetzt ein Baby? Hast du jetzt ein Baby? Ein Babywaschbären, der was Ilara heißt. Oh, Schatzi. Mhm. Baby. Die nächsten zwei Jahre dabei nicht. Ja, die wird auch immer größer. Ja. Und vielleicht kriegen die auch noch mehr Waschbärenbabys, dann müssen wir die auch dazu. Oh, Schatzi. Also tatsächlich wollen wir beide sehr wohl nur ein Kind. Jetzt aber Ruhe. Ja, sowieso erst frühestens. Dann müssen wir mal wachsen lassen. Zweieinhalb bis frühestens anfangen. Ich würde sagen, wenn der Lara so zweieinhalb, drei Jahre ist, dass wir vielleicht sagen, ja, Verhütungsmittel weglassen und vielleicht dann da noch eins. Aber da haben wir auch gesagt, da macht man sich keinen Stress. Was wird denn das, wenn du mal eine große Schwester wirst und nicht nur die Kleine mehr?